Horst R. wurde von seinem Bankberater für 560.000 Euro betrogen. Er nahm einen Anwalt, der insgesamt 16.000 Euro Schwarzgeld forderte. Horst R. scheint durch das Pech verfolgt zu werden. 2017 verlor der Rentner 560.000 Euro. Der Berater der Bank, der das Geld heimlich aus dem Sparbuch zurückzog und in riskante Wertpapierspekulationen investierte, war schuld, aber in drei Fällen verloren. Die Bank erklärte tadellos, verwies auf einen mündlichen Vertragsmanagementvertrag, den Horst R. angeblich mit dem Bankangestellten abgeschlossen hatte, und das, obwohl die Bank diesen Angestellten mir zugewiesen hat und immer Beratung, Unterstützung im Raumstockort der Bank, sagt Horst R. über die Kleine Zeitung. Die Gerichte folgten dem Argument der Bank. Der Anwalt wollte 10.000 Euro für einen Auftrag, da Horst R. der Ansicht war, dass sein Anwalt ernsthafte Fehler vor Gericht gemacht hatte und dass wichtige Dokumente seiner Anwaltskanzlei ebenfalls verschwunden waren, änderte er Rechtsberater, um Berufung einlegen zu können. Nach Angaben des Grazers sollte der neue Anwalt nicht benimmlich anständig. Denn laut Horst R. soll er zuerst 10.000 Euro für einen Auftrag beantragt haben, und danach wollte er weitere 6.000 Euro, weil die Zölle meiner Rechtsschutzversicherung nicht hoch genug waren, erklärt der Kleine Zeitung Rentner. Da Horst R. aufgrund der Frist für die Berufung unter Druck stand, übergab er die Beträge in einem Umschlag. Ich habe zwei Fehler gemacht. Zuerst habe ich die falsche Bank und dann den falschen Anwalt gewählt, Horst R. Ein kleiner Trost für den Grazer Horst R. gewann eine Verhandlung gegen den Bankangestellten. Der Mitarbeiter ging jedoch zu einem Privatkonkurs. In 5 Jahren, rund 1290 Euro. Ich machte zwei Fehler. Zuerst habe ich die falsche Bank und dann den falschen Anwalt gewählt. Fasst Horst R. in Richtung Kleine Zeitung zusammen.